Servus! Heute gibt es wieder mal Get Ready With Me, weil ich wieder sehr viel zu erzählen habe. Und ja, wir fangen gleich wieder an mit der Sleek Palette. Ist klar, fange ich jedes Mal an mit der Sleek Palette zum Primen. Primen? Ich bin jetzt immer im Primer da vorne im Moment. Also jetzt wirklich regelmäßig. Und das trage ich natürlich einmal aufs Auge auf, den Primer. Ich nehme den gelben Primer jetzt halt die ganze Zeit. Das gefällt mir im Moment in der Sonne am besten, weil es einfach sehr schön durch die Sonne reflektiert wird, das Gelb da. Dieses da. Es schaut einfach, ja, es glänzt einfach so wie Gold. Es gibt da keinen richtigen Goldton, deswegen benutze ich den. Ich würde sagen, der Orangeton wird auch schön sein, aber den Orangeton werde ich dann erst im Sommer benutzen, also diesen Ton da. Oder Peach, Orange Peach. Egal, dann werde ich gleich mal den Primer auch noch ins Gesicht klatschen hier. Ich bin ihn ja gerade beim Testen und ja, ich finde ihn gar nicht so schlecht. Man muss ihn nur immer ein bisschen schütteln, weil sonst, ja, der ist halt extrem flüssig. Das habe ich euch schon einmal gezeigt, eben sehr, sehr flüssig. Aber ich finde, er macht eine gute Arbeit. Jetzt, wo ich ihn regelmäßig benutze, fällt mir erst einmal auf, dass er doch sehr, sehr gut ist. Und ich habe auch meine Haut gepeelt und was habe ich noch getan? Mir eingecremt. Und ja, die Sachen, die was man halt manchmal als Frau macht. Und das man vielleicht auch, ich weiß es nicht. Ja, wir haben jetzt an dieser Woche das Auto verkauft wieder. Also wir haben uns hier an, na wie nennt man das an, ein Elektroauto gekauft. Das war es ja eigentlich. Eigentlich hat uns ja sehr gut getaugt, der Elektroauto. Wir haben überall parken können und zwar gratis. Wir haben tanken können und zwar gratis tanken. Prinzipiell wirklich eine tolle Sache, aber wer mich schon ein bisschen länger verfolgt, weiß, dass wir auf einem Berg wohnen. Also man muss da schon einen richtigen Hügel rauffahren. Und dieser Berg verbraucht sehr, sehr, sehr viel Tank. Also im Winter ist es hart, irgendwo hinzufahren. Also wir wohnen ja in Klagenfurt Nähe. Und manchmal will man aber noch Völden fahren oder noch Villach oder noch Graz. Man will ja ein bisschen unterwegs sein und überhaupt mit Kindern will man gerne mal zu einem Spielplatz gehen und verschiedene Sachen anschauen. Das ist mit diesem Auto aber gar nicht gegangen. Aber es wird wahrscheinlich ein Update zu diesem Auto geben, warum wir es verkauft haben, mit einem Bild, welches Auto wir gehabt haben. Und das werde ich dann mit meinem Freund machen, weil ich kenne mich prinzipiell nicht aus. Es war ein reines Elektroauto und ja, würden wir uns wahrscheinlich so nicht mehr kaufen. So, dann will ich heute mal probieren, diese Palette. Ich habe sie jetzt schon ein paar Mal ausprobiert. Ich habe sie in einem Tauschpaket drinnen gehabt. Und ja, von der Nina Kosmetik. Ja, ich habe ja ihnen gesagt, dass ich die unbedingt haben will. Und sonst war alles frei, aber die wollte ich unbedingt haben. Ja, die ist leider noch aus dem Sortiment gegangen bei euch. Diese Hipster-Palette. Und ja, ich weiß, warum sie aus dem Sortiment gegangen ist, weil sie einfach sehr, sehr schwer zu verblenden ist. Und ich tue mir wirklich, wirklich schwer. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich werde vorher, dass es leichter ist zum Verblenden von der Catrice, die was auch in meinem Tauschbäckchen drinnen war, diesen hellen Ton aufs ganze bewegliche Lid setzen. Jetzt kommt es einmal weiter her. Jetzt dann haben wir auf jeden Fall das Auto wieder weg. Jetzt haben wir einen Diesel, und Diesel wollen wir auf keinen Fall haben. Diesel ist nicht das Auto, das was wir uns wünschen. Wir wollen einen Benziner haben. Ja, aus gutem Grund, weil es einfach umweltfreundlicher ist, würde ich mal sagen. Ja, jetzt schauen wir die ganze Zeit, ob wir irgendwas finden. Mein Freund hätte gern irgendein Mercedes. Mir ist es vollkommen egal. Ich hätte gern große Autos. Wir haben vorher den Dacia gehabt, am Anfang des Jahres haben wir noch einen Dacia gehabt, den haben wir jetzt verkauft. Dann haben wir uns das Elektroauto gekauft und jetzt wollen wir halt wieder irgendwas anderes haben. Mich würde wieder ein Dacia interessieren. Aus dem Grund, weil mir das Auto einfach gefällt. Ich liebe so ein großes Auto, war es ja gar nicht, aber es war ein hohes Auto. Ich habe sehr gern hohe Autos und ja, ich finde das einfach angenehmer zum Fahren. So, und jetzt fangen wir gleich mal mit der Palette an. Wie sollen wir heute schminken? Ich werde am besten einmal mit dem Grünton in der Mitte des Auges beginnen, mit dem hellen Grünton. Der lässt sich sehr, sehr gut verblenden noch.
Aber so dunkler die Farben wären, lasst es sich so nicht mehr doll verblenden. Ja. Also, jetzt schauen wir mal. Vielleicht werden wir heute noch schauen gehen, welches Auto wir haben wollen. Was habt ihr für eine Autos und seid ihr mit den Autos zufrieden? Wir überlegen uns jetzt wirklich, welches Auto nehmen. Wir hätten ja gern einen Siebensitzer, aus dem guten Grund, weil wir ja ein drittes Kind haben wollen. Aber so dringend ist das auch nicht, weil sonst verkaufen wir einfach später das Auto und kaufen uns dann einen Siebensitzer. Wir haben jetzt zwar einen Siebensitzer in Aussicht, das ist glaube ich auch ein Mercedes. Und ja, jetzt nehmen wir diesen dunkleren Grünton im hinteren Augenbereich. Ja, wir überlegen uns halt, was wir jetzt machen werden. Wie viele Sitze sind eure Autos? Das würde mich einmal interessieren. Welchen habt ihr? Habt ihr überhaupt ein Auto? Weil Leute, die was in der Stadt wohnen, brauchen ja vielleicht gar kein Auto. Aber wie gesagt, wenn ich losgehen würde, in ein Geschäft einkaufen, wäre ich sicher den ganzen Tag unterwegs. Also den ganzen Tag nicht. Runter brauche ich eine Stunde, rauf brauche ich eine Stunde. Und vom Berg runter eben. In die nächste. Nach Klagenfurt. Ja. Ich meine, dass ich schon einmal gemacht habe. Aber mit zwei Kindern brauche ich auf jeden Fall noch viel, viel länger. Und überlegen wir jetzt gerade den da, diesen Ton da, zum Auftun, zum Verblenden dann und den, also. Jetzt werde ich den da einmal rauf tun und dann werde ich den leicht in den Augeninnenwinkel tun. Also so da oben in die Crease. Mal schauen, ob das heute hinhaut. Ich bin heute sehr, sehr vorsichtig, weil ich keine Lust habe, wieder auszuschauen, wie so ein Clown und mich dann umschminken zu müssen. Weil wir eben dann jetzt gleich Auto schauen gehen wollen. Und für mich ist das eher Qual, Auto zu schauen, weil es interessiert mich nicht. Ich würde einfach nur gerne irgendein Auto haben. Mir ist es ja egal, welches Auto. Mir war der jetzige auch recht, nur es ist halt ein bisschen blöd, irgendwo hinzukommen damit. Es ist halt schon schwer, wenn man nicht zu den Eltern fahren kann, weil wenn man einmal zu viel Gas gibt, ist schon wieder zu viel Tank weg, also zu viel Strom weg, dass man es nicht mehr schafft. Wenn ihr versteht, was ich meine. Aber wenn man in der Stadt wohnt, ist das sicher eine tolle Sache. So, jetzt werde ich noch diesen goldenen Champagnerton benutzen, um unterm Augenbrauen etwas zu highlighten. Und jetzt den dunkelsten Ton, mit dem ich es mir bis jetzt immer versaut habe. Ich bin echt ängstlich gerade. Weil die Pigmentierung ist wirklich stark und... Ist nicht schlimm, da kommt eh noch Make-up drauf. Ja, was hat es noch so in letzter Zeit gegeben? Im dritten Zimmer tun wir noch rumbasteln. Eigentlich hat mein Freund deswegen sogar freigenommen. Aber eben daher jemand unser Auto kaufen wollte, haben wir das jetzt dann den Vorrang geben, dass das Auto wegkommt und wir uns jetzt ein neues Auto kaufen. Ja, weil das dritte Kinderzimmer ist nicht so wichtig, aber es schaut wirklich schrecklich in diesem dritten Kinderzimmer aus. Ich meine, jetzt nicht mehr, es ist jetzt dann ausgeräumt. Und ja, also irgendwie gefällt mir das ja überhaupt nicht. Was ich da jetzt auf meine Augen gemacht habe. Ja, es lässt sich einfach, es schaut irgendwie so einfach nur aus, als ob es ganz erhellt. Das gefällt mir nicht. Es ist mir zu hell und es ist mir zu wenig bunt und es gibt zu wenig Farbe ab. Das Violett ist mehr grau und diese Töne da, die wirken überhaupt nicht am Auge und das da wird eher so schwarz und ich will auf keinen Fall schwarz auf die Augen sein, weil das folgt mir jetzt nicht mehr andere Paletten. Von Sleek nehme ich jetzt an die Bad Girl Palette.
Schauen wir mal, ob die Bad Girl Palette das noch wegkriegt, was ich da jetzt auf die Augen gemacht habe. Aber jetzt weiß ich gar nicht, welchen Ton ich da benutzen werde. Ich werde jetzt einfach diesen Gold, diesen Silberton benutzen. Ich werde jetzt einfach meine silbernen Silber auf meine Augen backen. Besser. Na. Also jetzt wisst ihr, warum mir diese Palette nicht so gefällt. Und diese Bad Girl Palette hat einen totalen Fallout. Ihr seht das, es bröselt überall hin. Sieht man das? Also ich habe schon mehr unterm Auge wie über dem Auge. Das ist unglaublich. Zufrieden bin ich jetzt auf jeden Fall nicht mit dem Ergebnis. Was soll man machen? Ich lasse es jetzt dann aber. Weil sonst beschäftige ich mich noch eine Stunde mit meinen Augen. Ich werde jetzt ein bisschen abpudern. Und einfach Wimperntusche rauf tun. So, schauen wir mal ganz kurz ins Bäckchen rein. Ja, genau, das sind so unsere Probleme in letzter Zeit. Die, was wir haben in das Auto. Ah, wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich nehme von Kiko diesen Türkiston und werde ihn ums Auge setzen. Das ist eine gute Idee. Dann ist wenigstens ein bisschen ein Highlight und was Schönes. Ja. Und so schaut es im Moment auch aus. Jetzt bin ich neugierig, ob mein Freund versteht, warum meine kleine Maus weint. Weil jetzt, wie her gerade, dass die Emily weint. Oh, na. Er probiert sie gerade zu trösten, aber schafft es natürlich nicht. Weil sie wahrscheinlich Hunger hat und ein Frühstück möchte. Aber mal schauen, ob er jetzt dann versteht, dass vielleicht ein Frühstück nötig wäre. Mal schauen. So, von B2 nehme ich die. Die habe ich sehr gerne bei B2. Die muss dann runterschauen gehen. Er hat sie zwar in der Hand, aber wenn er ihm kein Frühstück gibt, ist das natürlich schlecht. Manchmal würde mich interessieren, wie das andere Väter mit den Kindern machen, ob die dann auch nicht wissen, was das Kind will, wenn es noch kein Frühstück gehabt hat. Mal schauen. Aber kann man nichts machen. Aber wenn er mal wirklich arbeiten gehen sollte, müsste er mal verstehen, was dort los ist, oder? Ich meine, jetzt arbeite ich noch nicht, aber wenn ich wirklich einmal arbeiten gehen will, wird das schwer werden. Aber sie hat auch schon wieder aufgehört zu weinen. Normalerweise ist es eh sehr genügsam. Man muss ihr dann nur ein Spielzeug geben wenigstens, dann beschäftigt sie sich eine Zeit lang. Ach, jetzt telefoniert er noch. Wie ist das mit euren Babys, wenn ihr Babys gerade habt? Mögen die Handys? Meine kleine Tochter dreht jedes Mal vollkommen durch, wenn ich mit dem Handy was mache. Und dann will sie das Handy haben und den Mund nehmen. Natürlich darf sie das Handy nicht im Mund nehmen. Mein Handy ist zwar wasserfest, aber natürlich darf ich es nicht im Mund nehmen. Ja, ist glaube ich logisch, dass man das nicht machen kann. Gut, gehen wir weiter. Und zwar werde ich jetzt mit Concealer weitermachen, weil ich ausschaue wie ein Panda. Ne? Das ist von Catrice, der Concealer. Finde ich jetzt nicht schlecht. Das ist 16 Stunden, sollte halten. Ja, aber wirklich 16 Stunden haltet, ich weiß es nicht. Aber
Er haltet auf jeden Fall nicht schlecht. Er macht ein gutes, schönes Ergebnis. Und ich bin eigentlich vollkommen zufrieden damit. Ach, da weint sie schon wieder. Naja. Jetzt fängt der Papa an zu singen. Ich bin schon leid, wenn meine Lampe kommt. Meine Lampe, die erwarte ich jetzt dann schon. Sehnlichst, dass ich das endlich einmal ausprobieren kann. Ich würde so gerne einmal mit einer Lampe arbeiten. Dann sehe ich einmal, wie, ob das besser ist oder schlechter. Ich hoffe, es ist besser. Und ja, mal schauen. Ich baue noch ein bisschen. Weil ich im Moment da so rote Wangen und Punkte habe. Und natürlich bicklig bin ich auch, wie sonst was. Und das der Concealer von Essence, der lässt sich ja sehr, sehr gut verblenden. Ich war jetzt extrem oft im MAC schon und wollte mir da drüben was kaufen. Dann habe ich mir einmal diesen, na, wie nennt man das? Wie heißt denn das? Paintly, diesen Paintbot, den was man so wie, ich glaube, das ist so wie Augen, also Lidschatten für die Augen nur in flüssig oder nur in so einem, so einer Mousseform, was man sich raufstreicht, also in so einer harten Mousseform. Und die habe ich mir einmal raufgetan und zwar da zwischendrin rein, weil ich manchmal allergische Reaktionen auf manche Produkte habe, habe ich es mir da reingeschmiert. Darauf habe ich allergische Reaktionen in meiner Schwangerschaft bekommen damals. Und jetzt bin ich neu, ihr müsst noch einmal reingehen und schauen, ob ich jetzt dann auch eine allergische Reaktion habe, weil in der Schwangerschaft reagiert man ja manchmal etwas überempfindlich und die würde man den gern kaufen. Dann war ich drinnen und wollte mal eben für die Augenringe eine Camouflage kaufen oder wie nennt man das? Concealer. Einen Concealer kaufen. Und dann wollte ich mal einen viel zu dunklen verkaufen und einen hellen, aber nicht viel zu hell, sondern einen, der was mal, ja, knapp hell genug ist. Und dann hat sie gesagt, ich muss die zwei mischen und dann kriege ich das richtige Ergebnis, weil einer wird für mich nicht reichen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber dann würde ich, wenn er ganz einen hell nehmen oder einfach an der was passt, weil wenn ich schon so ein teures Produkt habe, würde ich gerne an der was passt. Und zu dem, was sie mir gegeben hätte, der war gerade mein Hauttyp. Und der war schon, der hellere davon war schon fast ein bisschen zu dunkel wieder. Und dann denke ich mir, die will mir jetzt nur zwei Produkte verkaufen, dass ich dann wieder reinkommen muss und mal wieder ein helleres kaufe. Das habe ich so richtig gemerkt, wie sie mir das reinhauen wollte. Und wo sie dann gemerkt hat, dass das nichts wird, wurde sie unfreundlich. Haha. Mit Unfreundlichkeit kann man bei mir nicht voll erreichen. Ja, dieses Produkt verbrauche ich ja gerade. Ja, dann bin ich natürlich rausgegangen. Und ja, ich kaufe normalerweise gerne auch Sachen, aber gerade bei MAC, die Verkäuferin, ist öfters einmal unfreundlich, muss ich sagen. Beim Douglas drinnen auch. Im Douglas, jedes Mal, wenn ich im Douglas drinnen bin, da sage ich etwas, was ich haben will, dann gibt es das nicht und dann wollen sie mir irgendwas auf Biegen und Brechen reindrücken und wenn ich dann sage, ich nehme ein Produkt, wollen sie mir sofort ein zweites, drittes auch noch andrehen. Und das muss doch nicht sein, wenn ich eh schon sage, das war's, das passt, jetzt habe ich was will, mein Kind fängt dann auch vielleicht noch zum Schreien an, schreit dann noch manchmal, nicht, dass ich dann sage, nein, das braucht man nicht, Dann reden sie noch mehr auf mich ein und werden lauter. Weil dann bräuchte ich einfach ein bisschen Zeit für mich, dass ich das Kind wieder beruhige. Aber nein, das geht nicht. Die werden dann richtig ungut. Und da ist es schon ein, zwei Mal passiert, dass ich der dann das Zeug in ihr zurückgegeben habe und bin dann rausgegangen, weil ich einfach nicht mehr kennen habe. Weil, na, ich muss sagen, das habe ich schon mit so ein paar vielen hochpreisigen Geschäften gemerkt, dass die einfach so einen extremen Drang haben, etwas zu verkaufen, dass die dann, wenn man sagt, ein Produkt, dass sie dann richtig krantig werden. Deswegen bestelle ich eigentlich gerne. Nur die sichern das auch nicht. Es kann auch sein, dass sie direkt wegen unfreundlich sein. Das ist jetzt wie Geräusch von der Emily. Dass sie deswegen unfreundlich sein, weil sie denken, ich werde überhaupt nichts kaufen. Aber dabei
Ich gehe meistens rein und nehme irgendwas mit. Aber wenn sie dann mir noch was Zweites und Drittes verkaufen wollen, was sie überhaupt nicht möchte, zum Beispiel einmal hat mir eine gesagt, ja, so unreine Haut, da brauchen sie das und das. Nein, nein, das ist wirklich gut, das ist wirklich gut. Und dazu gibt es ja noch die Creme und die wird beides kaufen. Nein, nein, das ist so schlimm. Und dann denke ich mir, ja gut, ich habe halt unreine Haut, aber ich habe dafür meine Produkte schon. Und so schlimm finde ich das nicht. Was habe ich da schon wieder in die Haare? Ist das Schuppen? Nee. Schuppen? Habe ich Schuppen in die Haare? Nein, das war nur ein paar kleine Teile. Schuppen habe ich normalerweise nämlich nicht. So. Gut, ich glaube, das passt jetzt auch mit dem Make-up verblenden. Wie schaut es bei euch aus? Habt ihr auch manchmal das Problem? So, so. Jetzt nehme ich noch von Art Deco diesen, was ist denn das? Bronzing Powder. Mit diesem Teil da. Und werde mir ein bisschen bronzen, dass ich ein bisschen dunkler wäre. Habt ihr auch schon das Problem gehabt, dass bei Doodle sich immer was angedreht werden will? Deswegen gehe ich kaum mehr rein. Ja, da gehe ich lieber zum Müller, der hat nämlich die ganz die gleichen Sachen und vom Müller die Leute sind wirklich freundlich. Also, kommt mir halt so vor. Und die haben also ziemlich die gleichen Sachen. Sleek, Fair Palette, wisst ihr eh schon von mir. Oder? Oder sehe ich das einfach falsch? Oder weil ich einfach nicht genug Geld drinnen lasse. Das kann natürlich auch sein, weil ich mir nur 2-3 Produkte kaufe und nicht den ganzen Laden kaufe. Nur ich informiere mich meistens gerade von diesen hochpreisigen Produkten sehr. Jetzt einfach so, will ich ja die Anastasia Beverly Hills Palette wollte ich mir jetzt nicht besorgen. Aber ich habe jetzt gehört, diese ganzen Paletten, die was bei Amazon verkauft werden für 50 und 60 Euro, das werden wahrscheinlich Fälschungen sein. Also eine Freundin von mir hat sich die nämlich auch bestellt für, ich glaube, 50 oder 60 Euro. Ich weiß jetzt nicht mehr, sie hat mir jetzt nicht genau den Preis gesagt. Ich glaube so, oder doch, sie hat mir genau den Preis gesagt, 50, 56. Keine Ahnung, so um den Dreh halt rum und da war es auf jeden Fall eine Fälschung. Die hat keine Farbpigmentation, also es war nicht pigmentiert oder ist die wirklich so schlecht pigmentiert, meint sie. Aber sie kann sich das nicht vorstellen, weil es ja so extrem